Yo Leute, wir sind wieder zurück bei Pokémon Weiße Edition. Und ja, gucken wir mal. Stopp, Caleb! Hm? Hey Buddy, what's up? Das dort ist der Eingang zum alten Palast, wenn ich meine Schulbücher richtig im Kopf habe. Du bist wirklich unglaublich, Caleb. Du hast es tatsächlich doch vor mir bis hierher geschafft. Boah. Die Kämpfe gegen die Pokémon hier im Wüstenresort haben mir Zeit und Mühe gekostet. Mehr Zeit und Mühe gekostet, als ich erwartet hatte. Dann lauf halt nicht im tiefen Gras, du Neumalkluger, ey. Ich verdanke es meinen Pokémon, dass ich es bis hierher geschafft habe. Ich meinem Fahrrad. Lauro ist schon vorgegangen. Bloß lass uns keine Zeit verlieren. Ach so, der ist schon drin oder was? Ja, dann rein da. Hey, habt ihr so einen Arzvierenmängel gesehen? Nee, aber habe ich schon was vom Zeitzeit erzählt? Moment, du kommst mir bekannt vor. Ja, wann das wohl liegt, ne? Nein. Also eigentlich muss ich jetzt da unten vorbei. Das war jetzt schon mal ein Fail. Jetzt probiere ich das nochmal. Und ich kann ja nebenher mit der Frage des Parts anfangen. Übrigens, selbische Musik hier. Genau, und die Frage des Parts lautet dieses Mal, wartet. Cool. Kann ich jetzt durch? Das mit dem Sand hat sich erledigt. Du kannst jetzt nach unten gelangen. Gut. Wow. Stopp. Meister Jesus will es so. Es galt nun herauszufinden, wie stark du wirklich bist. Dann zeig mal, ob du das Zeug dazu hast, die Plasma zu schlagen. Normalerweise würde man kämpfen, aber da die Weißen nicht kämpfen, muss man tatsächlich gegen den kämpfen. Habst du viel über dich gehört, ey? Das hat seine Pokémon ja regelrecht schinden, ja? Du... Laber nicht, ja? Wenn ich mich dich so anschaue, ja? Enge Rüstung, alle gleiche Frisur. Boah. Was ist denn überhaupt dieser Partner-Look immer, ja? Ist der Aria oder was? Also, bei manchen Teams kommst du echt so vor. Ich meine, okay. Der Rocket, Magma und Aqua war es Dienstkleidung. Okay. Aber die Galaktik und die Plasmasphäre sind sogar die Haare alle gleich. What the hell? Ja. Gut, kommen wir jetzt, wie gesagt, zur Frage des Parts. Und die lautet... Wann gehst du immer ins Bett? Das würde mich interessieren. Also, ich habe bis ich 14 war, bin ich immer um 8 ins Bett. Bis ich 16 war, dann um 9:30 spätestens. Und danach, ja, kann man schon mal in den Sommerferien oder so bis 2 oder 3 nachts aufbleiben, kennt ihr ja. Also ich habe neulich von einem gehört, der hat, ja, der ist bis 5 Uhr nachts morgens wach geblieben, hat dann bis 16 Uhr geschlafen. Das waren die Jugendlichen ja gerne. Ich glaube einfach, das liegt daran, dass man nachts einfach, ja, da langweilen einen die Eltern nicht, kann man so deutlich sagen. Und deswegen schlafen viele gerne den, machen viele gerne den Abend durch, weil man da einfach für sich ist und für seine Freunde, nehme ich an. Ich weiß, wie man ihn abgeht, damit meine Kameraden dich besiegen können. Naja, ist klar, ey. Okay, hier werde ich nicht mal nach unten gerutscht, sondern ich würde mich in die Mitte stellen. Aber ihr sollt einfach mal so, wann ihr ins Bett geht, ich nehme an, er hat sowas über verschiedene Altersklassen. Und ich nehme auch an, bei denen ab 18 ist es erledigt, weil ich glaube nicht, dass die Eltern irgendwie ab 18, bei Leuten ab 18 sagen, ja komm, ey, hier, 8 ins Bett, ja. Aber ja, könnt ihr mir einfach mal diese Frage beantworten, würde mich interessieren. Vor allem in halt im Hinsicht auf die LPs, die ich hochlade, weil ich dachte ja über 14:30 und 18:30 Uhr. Wenn jetzt irgendwie 50% schreiben, ach, ich muss von dem 6. schlafen gehen, ist voll scheiße, ja. Dann würde ich vielleicht meine Parts früher hochladen, aber ja, ich glaube, ihr wisst, was gemeint ist. Ich merke, ich steige relativ wenige Level mit Sabrina auf. Gut, natürlich, liegen, also es gibt Unterschiede bei einzelnen Pokémon. Manche brauchen mehr EP, bis sie Level 100 erreicht haben, manche weniger. Und ich glaube zum Beispiel, alle Starter haben das niedrigste Niveau. Dann gibt es auch welche, die brauchen 25% mehr. Also das ist unterschiedlich. Hey! Ich dachte, ich muss mich nur in die Mitte stellen. Na, großartig. Manchmal gilt's, manchmal nicht, kommt's mir so vor. Achso. Jetzt bin ich hier vorbei, oder was? Ich glaub schon, oder? Ah, nervig. Aber ja, diese Musik ist schon richtig episch. Ich dachte irgendwie in Weiß 2, dass sie anders gewesen sei, aber das war sie doch nicht, jetzt wo ich's höre. Kam mir aber irgendwie so vor.
oder verlässt dich doch nur die Stärke deiner Pokémon. Ja, du etwa nicht, oder was? Oder hast du mich mit deinen Fäusten angegriffen? Hey, wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Der Wandel dieser Welt kann nur unter größten Mühen und Schmerzen geschehen. Ja, das ist einer der fanatischen Leute, die man komplett im Griff hat. Wahrscheinlich auch eine derjenigen, die sich dem Ultra-Team Plasma in Schwarz und Weiß 2 angeschlossen haben und oh mein Gott, nein. Nein, nein, nein. Aber ich muss sagen, so eine Wüstenburg gab es bisher nur einmal in der Pokémon-Geschichte zuvor. Nämlich in Rubinsar. Nee, Quatsch, nur in Smaragd, ja? Nicht mal in Rubinsar, sondern nur in Smaragd. Oh Gott, das kann ein langer Kampf werden. Ach du Scheiße. Aber gut, Gift. Mit Gift kann er mir nichts anhaben. Er schadet eine Immunität gegen Gift. Oder auch ansonsten mit seinen restlichen Attacken, bevor die kleinen Schüsse bei mir absolut auf Granit. Aber ja, genau. So, was gab es bisher nur in Smaragd? Und zwar konnte man dort die Fossilien finden. In Rubin Saphir lagen die in der Wüste rum in Smaragd, in einem schönen Wüstentempel. Und man konnte dann einzelne zweite Nachtentopf hier beim Ruinenmaniak bekommen. Und das war das einzige Mal. Der Turm sah auch ziemlich toll aus. Aber der sieht natürlich noch besser. Der hat eine epische Musik und der hat ja auch eine super Stimmung. Und das gefällt mir schon alles sehr gut. Okay, kommen wir glaube ich zurück. Also das gefällt mir schon sehr, sehr gut, diese Aufmachung hier. Das ist einer der grafisch wirklich tollen Orte. Auch wie hier die Ruinen überall stehen. Cool, TM30 Spukball. Und wir wissen ganz genau, wer das kriegt, nehme ich an. Es ist zumindest keine Überraschung, dass er es kriegt. Spukball. Und nein, kein Spukball, sondern ein Spukball. Das geht natürlich zu Domi. Dann das gestappten Geister. Normalerweise werde ich zum Beispiel, okay, nehmen wir Bürde oder Nachtnebel raus. Nehmen wir Bürde raus. Genau, zum Beispiel, wenn man, wie soll ich das jetzt nennen? Das hänge ich gerade wieder ein bisschen. Genau, das wollte ich sagen. Wenn man eine gesteppte Geisterattacke hat, ist eigentlich der einzige Fall, wo ich eine Geisterattacke einer Unlichtattacke bevorzugen würde. Weil die meisten Pokémon, die Unlichtattacken können, die Geisterattacken können, können auch Unlichtattacken. Zum Beispiel, wenn Gengar jetzt nicht Geist wäre, hätte ich ihm Finsteraura statt Spukball geben. Das ist Skelabra, weil, ja, Unlicht kann die gleichen Typen ausschalten, nämlich Geist und Psycho. Hat aber hingegen zu normal keine Nullschwäche im Gegensatz zu Geist. Daher finde ich da Unlicht nützlicher. Als Geist. Aber ja, löst sich dann eben auch sobald Step drauf ist, weil dann ist die Attacke natürlich viel mächtiger und hat dann auch eine Daseinsberechtigung. Ganz, ganz klar. Aber ja, und ich finde es einfach toll, wie diese Ruinen gezeichnet sind, fast ähnlich wie in die Cognito-Höhlen, den Alf-Ruinen in Heutgold und Silver. Sind es sehr, sehr ähnlich, oder den Tanibo-Ruinen. Also die ganzen Incognito-Ruinen, die es gab. Und das ist. Also das ist einer, das haben die ist wirklich toll gemacht. Wie gesagt, mit der atmosphärischen Musik und dem Sand und allem. Also hier muss ich wirklich den Daumen hoch zeigen. Oh Gott, wo muss ich hin hier? Das wird jetzt ein bisschen Probierspielchen, glaube ich. Es ist nun mal unmöglich für einen dummen Trainer, der das Potenzial der Pokémon auszuschöpfen. Hast du jetzt von dir geredet, Mädel? Oder wie schaut's aus? Weil diese Beschreibung hat ziemlich genau auf dich gepasst, glaube ich. Ein Kleopatra. Wie machen wir das jetzt am besten? Ja, machen wir einfach Sanctoklinge. Ich stelle sowieso fest, dass der ja gerade hervorragend geeignet ist, gegen diese Plasmas, da die doch ziemlich viele Unlicht-Pokémon zu haben scheinen. Das hatte ich gar nicht so mit einbedacht, aber jetzt sehe ich erst, wie perfekt Sabrina hier zu dieser Phase passt, wo man jetzt ziemlich viel gegen Team Plasma kämpft. Was aber auch cool ist, weil bisher kam es ja wirklich zu kurz mit Team Plasma-Kämpfe. Es war relativ, wie gesagt, ja, relativ schnell erzählt. Überschaubar die Kämpfe gegen Team Plasma. Gegen Ender hat man öfters gekämpft. Ich glaube so oft wie gegen keinen anderen Boss von einem Team jemals. Also Giovanni hat man dreimal gekämpft. In Rot, Blau, Gelb, Feuerrot, Blatt, Grün, in Gold, Silber und Kristall gab es gar keinen Boss von Team Rocket. Da gab es nur einen Chefvorschlag, in dem man einmal gekämpft. Rubin Saphir Smaragd gegen Mark und Adrian hat man zweimal gekämpft. Und in Diamant und Perl haben wir gegen Cyrus zweimal gekämpft und Platin dreimal. Und ich glaube gegen N hat man, warte,
Wir haben einmal am Anfang gegen ihn gekämpft. Dann, in Septerna City noch ein zweites Mal. In Rayono City ein drittes Mal. In der Elektrolithöhle ein viertes Mal. Also ja, wir haben schon ziemlich oft gegen ihn gekämpft. Viermal bisher. Und wir haben auf jeden Fall, ja, kann ich jetzt schon mal sagen, wird es noch mehr Kämpfe gegen ihn geben. Ich habe verloren. Aber das kann sich jeder sowieso denken. Bedeutet das etwa, dass ich hier der dumme Trainer bin? Hey, du hast es geschnallt! Du hättest gefälligst verlieren können, da ich mich im Sand abstrampel. Ah ja, coole Begründung. Und nein, ich bin gerannt. Oh, ich bin gerannt. Aber es ist auch schwierig, den verdammten Turbo-Treter loszulassen. Okay. Gut, weil das ist gar nicht so schlecht. Da kann ich mich hier erstmal umgucken. Hier haben wir nämlich einen Supertrank. Weiß ich nämlich, dass ich da auch nach unten muss. Hier haben wir auch einen Pokéball. Sonnenstein. Sonnenstein für die Entwicklung von Sonnenkern zu Sonnenflora geeignet. Von Duflor zu Giflor. Allerdings weiß ich jetzt auch nicht, inwieweit. Hä? Oh Gott, jetzt muss ich mich erstmal wieder zurechtfinden. Ja, allerdings weiß ich auch nicht, inwieweit das einem in diesem Spiel helfen soll. Mir fällt jetzt kein Pokémon ein, das sich durch Sonnenstein entwickelt, muss ich ehrlich sagen. Falls es doch so ist, könnt ihr mir ja sagen, welches das ist. Aber mir fällt jetzt wirklich keines sein. Okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Und Pokémon her. Es ist ein AP Plus. Wundervoll. Und jetzt runter. AP Plus kann ich natürlich immer gut gebrauchen, um die AP meiner Attacken zu erhöhen. Jetzt hole ich auch alle Team-Pokémon ab und bald alle Attacken, weil ich das wohl auch demnächst tun. Und ja, es ist kein Doppelkampf. Warum? Das reicht nicht seit Herzgold und Silber. Warum solche Kämpfe nicht mehr Doppelkämpfe sind? In der vierten Generation gab es so viele tolle Doppelkämpfe. Und zwar nicht nur die aus festen Bestanden, wie hier, dass zwei Trainer dastehen und dann gewaltsam auf einen zulaufen, sondern auch aus optionalen. Wo beide Trainer, also zum Beispiel, ja, man kommt zu einer Strecke. Innerhalb von 5 Metern sieht man zwei Trainer. Man kann mit beiden Trainern eins reden, da kämpft man gegen jeden einzelnen. Man kann aber auch in der Mitte von beiden laufen, da kämpft man gegen beide gemeinsam. Diese Idee kam in Smaragd auf und ich fand sie richtig cool. Die wurde dann Platin vor allem so umgesetzt. Und dann heute kurz und so ging es plötzlich drastisch zurück, kaum noch Doppelkämpfe. Und dann ging es hier auch los mit den Dreierkämpfen, die ich im Übrigen immer noch unnötig finde. Also ich finde, die Dreierkämpfe hätten nicht sein müssen. So lustig das auch manchmal sein kann, aber ich finde es einfach zu übertrieben, Dreierkämpfe. Aber ja, auf jeden Fall, das hat dann relativ wenig gebracht, weil hier kaum Doppelkämpfe vorhanden waren und noch weniger Dreierkämpfe, ja? Also, Doppelkämpfe haben eigentlich bis jetzt nur noch im hohen Grab stattgefunden und ein paar Dreierkämpfe gab es. Jetzt in Schwarz und Weiß 2 hat man sich das wieder geändert, da gibt es jetzt viel mehr Dreierkämpfe. Aber dennoch, nochmal mit Doppelkämpfe aufwendig, finde ich, ist viel zu wenig. Ich meine, es ist doch cool, wenn man sich das optional aussuchen kann. Mache ich hier einen Doppelkampf oder mache ich einen Dreierkampf? Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass es ziemlich aufwendig ist zum Programmieren, weil wenn man sich überlegt, Platin hat ja, kam ja erst zwei Jahre später nach Diamanten Perl raus, obwohl es mit der exakt gleichen Engine gearbeitet hat. Die Teils wurde ein bisschen verschönert, aber das war's auch. Und ich könnte mir einfach vorstellen, dass es einfach relativ schwierig war, sowohl den Kampfhandler zu programmieren für jeden Trainer, als auch, ja, diese Sache. Und man es deswegen vor Schwarz und Weiß gelassen hat, damit es schnell rauskommt. Und ich meine, wenn ein Spiel sich lange Zeit lassen kann, dann Pokémon, weil es wird doch mit jedem Spiel schwieriger, die Serie weiterzuführen, weil immer mehr Pokémon dazukommen. Daher finde ich, kann man da durchaus ein bisschen chillen und oh,